Gehabt euch wohl und wunderschönen guten Morgen, also guten Morgen aus meiner Sicht jetzt. Willkommen zurück in Falkenstein. So Leute, schaut mal. Alle eingeräumt jetzt hier. Es war eine Mega-Arbeit, die von da hier quasi hier rauf zu kam. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass wir die Zombies hier hinten rein bekommen. So, dazu habe ich auch dem Papa Rogue schon gesagt, dass die Nacht wir überdauern müssen. So. Wir bereiten jetzt kurz hier alles vor. Also hier wieder die Wege frei machen. Hier müssen wir die Wege frei machen. So. Damit wir die dann einsperren können hier gleich. Was habe ich da drin? Nix. Okay. Dann räumen wir während des Tages mal schnell unsere Taschen leer. Die brauchen wir dann, die Zombie. Wir brauchen jetzt aber keine Eisenbahnschiene mehr. Kein Boot. Das nicht, das nicht. Das lassen wir noch am Mann. So. Okay. Wir werden dann wahrscheinlich auch unser Schild brauchen. Wir müssen jetzt wirklich die Nacht überdauern. Okay. Das können wir eigentlich hier auch schon wegräumen währenddessen. So. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle wohl auf. Und ja. Ich habe mich jetzt bei den Zauberbüchern, was wir bekommen, einfach daran orientiert, was wirklich brauchbar ist für uns. So. Machen wir uns hier schnell ein neues Schäufelchen. Die ganzen Boxen können wir jetzt hier wieder wegmachen, nämlich. Die brauchen wir jetzt vorerst mal nicht mehr. Die haben uns nur dazu gedient, eben um die Villager hier anzutraden. So. Wobei ich gerade mal überlegen bin, ob ich die Villager jetzt hier eigentlich noch brauche vorerst, oder ob ich die auch dabei freilasse, damit sie ihres Weges ziehen. So. Wäre auch eine Möglichkeit. Lassen wir die einfach ziehen, ne? So wie Moses damals bei den Pharaonen. Lass mein Volk ziehen. Nö. So. Steht in die Sonne, wird eh bald untergehen. Dabei können wir das hier noch ein bisschen abbauen. Und dann bin ich echt gespannt, ob ich die so da reinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Ich darf sie natürlich nicht töten, die Zombies. Oh, oben müssen wir auch noch freiräumen. Habe ich vergessen. Ups. Scheiße, da komme ich gar nicht rein. Okay, hier ist frei. Wie schaut es hier aus? Frei. Hallo Katze. So. Die Zauntore hier noch weg. Dann glauben wir mal alles zusammen. Denn ihr wisst, wir haben nichts zu verschenken. So. Das können wir auch schon wegtun hier. Ja, liebe Leute. Wenn wir das jetzt heute geschafft haben, dann ist endlich die erste Trading Hall richtig fertig.
müssen wir halt nur die Nacht überdauern, ne? Ein paar Zombies fangen und überleben. Ich glaube, wir nehmen uns auch ein Schild dafür, ne? Wäre sicher auch gut, weil wir haben natürlich auch andere Monster, die jetzt hier gleich spawnen werden. Mhm. So, lassen wir die frei oder behalten wir uns die zum Züchten gleich hier für die nächste Runde? Die Frage, ne? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ich werde mich auf jeden Fall hier... ja, das bringt auch nichts. Das bringt nichts. So. Gleich wird es Nacht. Wir brauchen... Wir müssen jetzt quasi die Zombies anlocken, mit denen da reinlaufen, denen einen Nametag geben und dann hinter ihnen zumachen. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. So, wo kommt ihr? Wo kommt ihr? Seht ihr schon, wo ein Zombie? Nö. Das schaut schon cool aus, so wie das nachts beleuchtet ist. Die Bibliothek, das gefällt mir gut. Das gefällt mir echt, echt gut. Echt jetzt? Kreaturen der Nacht erscheinet. Hinten ist zumindest mal ein Creeper gespawnt. Hier eine Katze. Echt jetzt? Creeper spawnen. Mass on mass. Da ist einer. Da ist ein Zombie. Eine Spinne, okay. Hallo, Zombie. Hallo, hallo. Kommt ihr zu mir? Jawohl. Jawohl. Komm. Eins, zwei sind das. Wieder. Das ist Zombie. Nee, ich brauche eigentlich nur einen von euch zwei. Verdammt nochmal. So. Wo ist Zombie? Da ist Zombie. Ah. Komm, lass mich da vorbei. So, sie heißen alle drei Zombie. Einer rein. Komm her. Na, ich kann die nicht separieren. Okay. Wieso habe ich mein Schwert jetzt da drüben? Das funktioniert gerade nicht so, wie ich das möchte. So, du bist kein Zombie. Okay, das funktioniert gerade nicht so gut. So, komm. So, du, wie heißt Zombie, also komm her.
Gut, da oben ist einer eingesperrt. Ein Hammer. Wo sind die anderen? Wo sind denn die jetzt hin? Oben haben wir einen Zombie, Leute. Also das ist, habe ich mir jetzt auch wieder einfacher vorgestellt, verdammte Axt. Wo sind denn die anderen beiden Zombies jetzt hin? Getötet habe ich sie nicht. Oh, es ist aber stressig hier, du. Creeper haben wir noch nicht gepult. Passt. Mehr Zombies, Leute. Vor allem brauchen wir jetzt wieder Nametags. Jetzt haben wir zu wenig, wenn die abgehauen sind. Oh, sind die hier rein, oder was? Komm mit. Na. Ey, das hat mir ein Nametag gekostet. Du Verrückter. So. Das hat mir jetzt ein Nametag gekostet. Warum sind hier nirgendwo Zombies? Verdammte Axt. Die Eisengolems hier haben einfach aufgeräumt, ne? Die sind ja wirklich hier voll verschwunden. In uns muss jetzt ein Zombie drin sein. Gott, ist das kompliziert! Also man sieht ihn von hier nicht, aber ich vermute mal, er ist hier, weil der Einzige ist, der nach unten schaut. Komm, wir müssen jetzt so oder so hier aufräumen. Oh Mann, Abenteuer in Falkenstein. Ey, da ist wieder ein Zombie. So, du komm mit. Er kommt. Währenddessen können wir uns hier schnell um die Creeper noch kümmern. Manno! Ich hätte zumindest gern einen Zombie unten. So, komm rein hier. Das ist Zombie, passt. Schande! Marie, jetzt ist wieder zweiter da. Einer wird despawnen.
So, erstmal was essen. Ich hätte halt gerne den zweiten Zombie auch gehabt. Kann ich die irgendwie separieren? Nee, die hängen da jetzt beide fest. Okay, ja, egal. Egal erstmal. Einer wird so oder so dann despawnen. Hey, hey, Zombie. Zombie. Oh. So geht's natürlich auch, ne? Also sieht man mal, was hier nachts denn immer so los ist, wenn man nicht schläft, ne? Es wird eh schon wieder Tag, verdammt. Ja, aber dann und Regen. Regen ist jetzt nicht unbedingt schlecht für Zombies. Es darf uns nur kein Gewitter kommen. Wegen Feuergefahr. So. Jetzt müssen wir irgendwo noch Zombies herbekommen, ne? Also unten haben wir zwei, oben haben wir einen. Ich brauche unten auf jeden Fall, also unten und oben, wir brauchen überall drei Zombies drin auf jeden Fall. Aber jetzt spawnt wieder nichts, verdammt. Verdammt! So, jetzt zeige ich euch kurz mal, ich nehme jetzt hier, wo war es, da. So einen Trank und einen Apfel. Dann gehen wir hier ins Trockene. Bläh. So, hier hinter haben wir einen Zombie. Das hier ist Captain Behutsamkeit. Kostet 15 Smaragd. Ich drücke jetzt einmal hier den Hebel. Jetzt ist er unten. Jetzt wird er hier vom Zombie angegriffen. Oder auch nicht. Und? So geht das nicht. Zombifizieren. Bitte einmal zombifizieren. Sicher den Server jetzt wirklich auf schwer stellen, extra für das. Zombifizieren. Zombie und Behuti. Ja, ich lasse den jetzt kurz mal. Das ist eh. Zombifizier ihn. Nicht töten, zombifizieren bitte. Muss hier ein bisschen weggehen. Okay, schaut. Jetzt ist er ein zombifizierter Villager. Jetzt Wurftrank der Schwäche auf ihn. Ich hoffe, er hat den Statuseffekt auch. Und jetzt geben wir ihm den goldenen Apfel. Oh, Baby, oh, Baby. Jetzt wird er wieder heilen, ja? Er wird geheilt werden. Nächstes Mal ein bisschen weiter weggehen mit dem Wurftrank, weil sonst bekommen wir den auch ab, so wie jetzt eben. Jetzt mal einen Blick rauswagen. Wie lange braucht er jetzt zum Heilen? Soll ich ihm noch einen goldenen Apfel geben? Nee, kann ich gar nicht. Ja.
bin gerade echt gespannt, ob das jetzt hinhaut, Leute. Magst du noch einen goldenen Apfel? Ne? Na komm, du weiter. Er hat immer noch den Effekt drauf. Sieht man anhand der Blubberbläschen, der Partikels. Er mag keinen Apfel mehr. Und funktioniert das jetzt oder nicht? Mann. Komm schon. Du schaffst das. Kehre zurück ins Leben. Kurz mal hier ein bisschen schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Wie lange dauert denn das, sag einmal? Bis der geheilt ist. Ich kann ihm auch keinen Apfel mehr geben. Ich probiere es eh die ganze Zeit. Okay. Übrigens, die Bäume hier kommen wieder weg. Die gefallen mir nicht. Vor allem der da drüben. Das machen wir jetzt gleich, während wir hier warten. Schaut's hier aus? Mann, dauert das immer so lange? Hier berührt eh nix Holz, passt. Magst du noch einen Apfel, Freund? Räumen wir auf jeden Fall die Äpfel mal hier hin. Das ganze Zeug gleich mal rein, das brauchen wir jetzt eher drinnen. So. Eigentlich sind wir ja top vorbereitet. Jetzt muss das nur noch funktionieren, ne? So und so. Ey, wie lange dauert denn das, sag mal? Muss doch erst den Wurftrank drauf und dann muss man ihm den Apfel geben. Dann hat es auch Tötöm gemacht, ne? Jetzt komm schon. Die Leute wollen sehen, dass du wieder geheilt bist, mein Freund. Ja, sie wollen sehen, wie du geheilt wirst. Hm? Freund? Ja, komm. Oh, Baby. Ziel erreicht, Zombie-Ass. Und jetzt schaut mal. Jetzt kostet das nur noch ein Buch. Ja? Leute, und so werde ich jetzt hier mal rundherum gehen und mich darum kümmern, dass das jetzt fertig ist. Und ich freue mich dann in der nächsten Folge mit euch wieder was Neues angehen zu können. Bis dahin. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst einen Daumen da und so weiter und so fort. Ich hab euch lieb. Ciao, baba, euer Marito.